herzlich willkommen. Musst du noch mal schnell das Mikrofon anmachen? Schön, dass ihr schon da seid. Ich wusste nicht, ob überhaupt jemand kommt. Ich dachte, ihr verzeiht mir das nicht mit Renate. Ich habe wirklich gedacht, keiner kommt. Alle sind böse auf mich wegen Renate. Das nächste Mal, wenn Renate 2 kommt, schicke ich sie gerne zu Chris oder Nessie. Ihr habt ja gesagt, ihr würdet sie gerne adoptieren. Ich denke mal, die nächste wartet schon in ihrem Sommerloch, in ihrem Winterloch draußen. Die wird bald kommen. Auf jeden Fall. So, ich begrüße euch mal. Ja, ich habe getestet, weil ich war mit meinem Account irgendwie nicht angemeldet. Oder? Mit meinem Bot, keine Ahnung, wieso der das schon wieder gemacht hat. Aber jetzt müssen alle Sounds und so gehen. Insider war, glaube ich, der Erste. Dann kam Ishikawa, dann kam Nessies Host. Danke für deinen Host. Dann nochmal Ishikawa, dann kam der Chris. Hallo Chris. Und dann Nessie nochmal, genau. Und ich glaube, irgendjemand hat noch gehostet. Der Chris hat noch gehostet, ne? Chris, genau. Danke für deinen Host. Und dann der Bomber. Bomber heute wieder nieder bei mir. Sonst ist er immer blau. Und ja, heute geht's weiter mit The Evil Within. Ja, Headshot-Königin ist wieder am Start. Ich bin mal gespannt, ob das was gibt. Ja, ich hoste immer und überall. Ich weiß. Achso, du möchtest Popo-Tentakel. Popo-Tentakel ist da. Popo-Tentakel ist jetzt immer mit dabei. Immer. Damit sehen, wie er wuselt, ne? Ich habe nur eine kurze Hose an. Das ist gerade sehr ungünstig. Wenn ich mich jetzt nach hinten lehne. Ne, da komme ich jetzt nicht dran, Chris. Ich will jetzt nicht mit meiner kurzen Hose hier rumtanzen. So warm ist es. Ein Popo muss tanzen. Ja, wartet. Okay, dann tanz Popo. Dann habe ich eine andere Idee. So, hier ist Popo. Popo tanzt. Ich autohoste immer. Ja, Insider, ich weiß, ich autohoste bei dir ja auch immer. Das wird nicht angezeigt. Ich autohoste auch immer bei Nessie und Danny. Also, ich unterstütze auch immer fleißig. Aber, jetzt muss ich wieder Popo da hinten hinsetzen. Nee, der Chris, der wird heute noch öfter das Kommando posten, denke ich mal. Ich lasse Popo mal lieber hier, damit ich nicht immer da hinten hin muss. Und ich würde sagen, ich quatsch gar nicht mehr so viel rum. Wir wollen Evil Within sehen, glaube ich. So, jetzt mal in den Gaming-Mode. Und dann muss ich erstmal wieder alles verschieben. Komm, OBS. Verkleiner dich mal bitte. Ich muss ja jetzt den Chat, will ich auch haben. Und ich will haben, dass ich sehe, ob etwas in den roten Bereich geht, was es gerade schon wieder getan hat. Aber ihr meckert nicht, also denke ich mal, ist die Verbindung einigermaßen stabil. Ihr müsst mir nur noch mal wegen der Lautstärke Bescheid sagen. Ich habe gerade ein bisschen daran rumgespielt. Wo ist er hin? Ich bin hier. Ihr seid bei mir auch im Auto-Host. Aber Nessie, bei dir wird es manchmal angezeigt, dass du mich Host bist. Jetzt gerade hast du, wird es glaube ich auch angezeigt, ne? Verstehe ich nicht. Wieso wird der Auto-Host manchmal angezeigt bei einigen Leuten? Ist es zu laut? Achso, dann hoste ich manuell. Okay. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Bevor der Auto-Host eingesetzt hat, habe ich meinen Host manuell eingesetzt. Aber wenn ich nicht da wäre, würde ich dann Auto-Hosten. Okay, alles klar. Ja, ich bin zu faul, das meistens noch einzugeben. Ich denke mir, Auto-Host ist drin, ihr werdet gehostet. Also ist ja auch nur die Anzeige dann, ne? Wenn man die unbedingt haben möchte. Ist zwar schön. Ach, ich hab mich erinnert, dass wir ohne Munition... Bethesda.net fit hier. Das war doch vorher nicht, ne? Das ist da, wo meine Kamera drüber ist. Manuell hosten ist unpersönlicher und drückt mehr Zuneigung aus. Die Schnecke ist irgendwie cool. Achso, annehmen muss ich auch machen. Ne? So, ich habe heute Wasser und Cherry Coke noch da. Ich trinke erstmal Cherry Coke und danach Wasser. Ich habe auch ein schön passendes Bethesda-T-Shirt an. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht in klein. Ach, der Chris hat auch so ein Paket, stimmt. Der hat der Miauda einen Sub geschenkt. Dann kriegt man ja so ein schönes Geschenk. Geschenkpapier. Ach, Geschenkpapier. Ein Geschenkpaket. Ich habe übrigens nachgeguckt, nach der Kombination, die noch gefehlt hat. Ich habe gesagt, wir machen das noch. Also machen wir das auch noch. Wartet mal, das ist mir viel zu leise hier. So. So ist besser. Gerade im Vorspann. Da war eine Schnecke, genau. Hast du die nicht gesehen? Ich glaube, ich kann die jetzt nicht nochmal anzeigen lassen.
Nee, es geht nicht mehr. Ich kann ja nicht zurückspulen irgendwie. Lycralov ist da und Krito Mars. Schön, dass ihr reinschaut. Herzlich willkommen. Renate ist nicht zu ersetzen, nein. Wo bin ich? Wartet mal, wo haben wir denn aufgehört? Das haben wir schon genommen, ne? Beim letzten Mal. Bin ich schon... Wir wollten ins Union-Besucherzentrum. Hier war was gesperrt, stimmt. Hier konnten wir Kaffee... Ne, hier können wir speichern. Mal kurz gucken, wie wir hier rauskommen. Wir haben nämlich echt ultra wenig Schuss. Ist hier was in der Tasche drin? Ne. Wir sind noch nicht im Besucherzentrum, ne? Ne, wir haben ja diesen Geist das letzte Mal besiegt. Ich weiß nicht mehr, wie ich hier rauskomme. Sorry, Leute. Das ist ja schön. Da ist doch eine Tür. Da ist die Kaffeemaschine. Können wir Kaffee trinken? Das wäre gut. Nein, wir können keinen Kaffee trinken. Nein, 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 nein. Renate! Renate gibt's nicht mehr. Renate ist baden gegangen. Die Wupper hinunter. Okay, ein paar Shows haben wir noch. Ich mach mal kurz Map. Map geht so nicht, okay. Also, wir müssen ins Union-Besucherzentrum noch. Und hier war eine Werk... Nee, nicht eine Werkbank, eine Werkstatt. Da war unten ein Code. Den habe ich mir rausgesucht. Wir machen jetzt erstmal den Code. Dann machen wir das Besucherzentrum und dann schauen wir uns nochmal die Straße an, was wir hier noch Schönes haben. Und dann würde ich sagen, hoffe ich mal nicht, dass sie aufstehen. Suchen wir mal das Mädchen. Suchen wir mal unsere Tochter. Ach, ist voll, ne? Aber da ist noch was. Hab ich das nicht schon aufgehoben? Achso, ist auch voll. Ist die Lautstärke bei euch okay? Ja, da! Und vielen Dank für dein Follow, Mars! Das freut mich. Ich hoffe, du hast Spaß hier. Kennst du das Spiel? Ich bräuchte nämlich auch jemanden, der mir nachher Tipps gibt. Ich habe ja die Demo gespielt und die Demo geht bis dahin, wo wir zum Mädel gelaufen sind. Ich habe Angst, dass die aufstehen, ne? Aber ich muss noch mal kurz gucken. Ich muss mal ein bisschen Lärm machen. Wir brauchen nämlich alles, was wir finden können. Guck mal, hier haben wir noch mal ein paar Waffenteile. Der steht nicht auf, ne? Ne. Und Schießpulver, glaube ich, ne? Schießpulver, sehr nice. Wir brauchen nämlich noch ordentlich Munition. Wir haben... Ah, da haben wir noch ein Kraut. Okay. Boah! Das schreckt mich nicht so... So laut. Das ist immer so laut. Dankeschön, Chris. Jetzt bin ich wach. So, hier war die Werkstatt. Ich habe sie direkt gefunden. Und hier ging es runter, da... Oh, Crouch. Da konnten wir einen Code eingeben. Du kannst, glaube ich, noch keine Sounds abspielen. Gib mal ein Ausrufezeichen Ace Coins in einem durchgeschrieben. Also je länger du bei mir bist und je nachdem, ob Follow und Sub, sammelst du halt Punkte. Und je mehr Punkte du hast, desto mehr Sounds kannst du abspielen. Mit Ausrufezeichen Sounds. Genau, du hast leider noch nicht. Du musst noch ein bisschen bei mir bleiben. Dann kriegst du auch ganz schnell Punkte. Und damit kannst du dann Sounds triggern. Das geht aber schnell hier. Oh, ich bin leider nicht offline bei Steam. Jetzt seht ihr wieder meine ganze Freundesliste, was die hier spielen. Aber das ist egal. So, hier. Ich habe nicht nachgeguckt, wie man es rausfindet. Ich habe nur nachgeguckt, wie die Kombination ist. Ich guck mal ganz kurz nach. Ich habe es mir nämlich gescreenshottet. So, es ist 9676. Das möchte ich nämlich nicht verpassen. Jetzt geht's! Michael! 9676. Und jetzt kommen wir hier rein. Ich hoffe, hier sind schöne Goodies drin. Hochwertige Waffenteile. Ja, nice, nice, nice. Da machen wir erstmal die normale Knarre mit voll, denke ich. Pistolenmunition, ja. Was haben wir denn hier? Erste Hilfe geht. Nein, wir sind voll. Ach, schade.
Aber hat sich gelohnt. Hochwertige Waffenteile haben sich schon allein gelohnt. Ich muss euch begrüßen. Wonkaboy, Wonkaboy. Hallo, hallo, hallo. Und wer ist noch neu gekommen? Und Lycrawler, habe ich dich begrüßt? Und Lobster, hallo. Also falls ich euch nicht begrüßt habe oder doppelt begrüßen sollte. Besser doppelt als gar nicht, ne? Schön, dass ihr reinschaut. Miau, Leute, ich hab dich begrüßt, ne? Miau, miau. Ich glaube schon. Wenn nicht, kriegst du nochmal ein extra Miau von mir. Guck mal, da liegt auch noch was, obwohl wir hier schon waren. Gut, dass ich hier nochmal lang drauf. Ich hätte mal gern mehr Ausdauer, ne? So. Was habe ich jetzt gesagt? Jetzt gehen wir zum Union-Besucherzentrum. Mach ich drücke immer auf M. Da waren wir zwar schon, aber da haben wir ja jetzt einen Auftrag bekommen. Die Flaschen haben wir. Ja, die Flaschen sind voll bei mir. Ich glaube, ich werde die auch nie benutzen. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie nicht so. Hallöchen, SDVC. Wie die meine Freunde mir. Ich fühle mich, als könnte ich. Als könnte ich. Die Welt erobern! Robo Tentakel freut sich. Dass die ganzen Leichen alle nicht aufstehen, ne? Ich glaube, wenn ich die mit dem Messer attackiere, stehen die auf. Aber das lasse ich einfach mal. Ich hatte vorhin eine Frage gehabt. Habe ich die Frage übersehen? Wenn nicht, stell die nochmal. Ich hab doch nicht groß. Das hat der Insider die Funktion. Ach so, lädst du deine Streams auf YouTube hoch? Ja, meistens schon. Wenn ich mal so Fun-Streams mache mit Musik unterlegt oder so, kann ich die natürlich nicht auf YouTube hochladen. Oder wenn es mal irgendwie nicht passt gerade, aber ansonsten lade ich die auf YouTube hoch. Mit Ausrufezeichen YouTube. Kannst du auch auf die YouTube-Seite gehen. Die Evil Within Streams habe ich jetzt noch nicht hochgeladen. Okay, da geht eine Tür auf. Kommt aber noch. Da ist aber schon die Demo drauf. Also bis hierhin. Was? Don't go. Geh nicht. Also gehen wir. Ist das an mich gerichtet? Okay, passiert nichts weiter. Ich kann aber auch nicht laufen. Okay, da ist aber einer. Wir schleichen mal lieber. Nur mal sicher. Wenn ich meine Frage nicht lese, stellt die einfach nochmal. Mir macht das nichts, wenn es doppelt drin steht. Mach doch nicht so laut! Ich hab doch hier einen gehört. Diese Handschrift. Er schon wieder. Tür eintreten und reinschleichen. Ja, ich weiß gar nicht, ne? Das sollte die auch gar nicht so laut aufmachen. Ich glaube, wenn ich nach vorne drücke, dann tritt er dagegen. Und hallo, Patrick. Schön, dass du reinschaust. Der Typ, der wird, glaube ich, noch öfter vorkommen hier. Der ist, glaube ich, ein bisschen krank. Da braucht er eine Muse. Ich würde dir gerne helfen, aber das ist leider nur ein Flashback. Ich glaube auch, dass es Mobius-Mitarbeiter wieder waren. Ne? Ja. Pech gehabt, Ryan. Pech gehabt ist nett gesagt. Erinnerungsfragmente 7 von 24. Warte mal, eh untersuchen. Die Kamera nimmt ein Bild des Opfers auf. Die Mini-Timmy geht's noch nicht ganz so gut. Naja, ich werde auch mal wieder rausgehen. Weil ich spiele gerade noch.
Lobster, vielen, vielen Dank für 3 Monate. Juhu, das freut mich. Und Mars, alles klar, vielleicht sehen wir uns später nochmal. Danke für dein Follow nochmal. Viel Spaß beim Zocken. Sieht schon nice aus, das Speichern. Ach, das Spielchen. Käse, Käse. Oh, Käse, du bist auch mal wieder da. Ja, hallo. Noch ein Kommunikator. Gewitter? Gewitter? Wo? In nein! Des Mobius-Teams. Haben vielleicht was Nützliches dabei. Oh, noch mehr. Ich wollte mal langsam weiterkommen hier. Informationen 10 von 40. Ich will ja alles durchsuchen und so, aber so langsam möchte ich mal ein bisschen vorankommen. Ich meine, den Auftrag, dass wir unsere Tochter finden sollen, haben wir ja schon ewig. So, machen wir jetzt mal leise die Tür auf. Bin da mal weg, bis denn. Alles klar. Wo ist der hin? Oh oh. Wir haben eine Waffe. Jetzt sind wieder so kranke Bilder an der Wand, ne? Der ist krank, der Typ. Ist einfach nur krank. Ich war da ein bisschen angespannt. Die Köpfe. Das sind alles Laura-Köpfe für mich. Überall, wo ich Teil 1 kennt, kennt Laura. Die hat mich zum Verzweifeln gemacht. Die hat mich fast dazu gebracht, das Spiel abzubrechen. Hat noch ein Arbeitskollege vom Insider mir bei der Stelle geholfen. Weil es einfach zum Verzweifeln war. Was? Was zum Teufel soll das sein? Köpfe. Das ist doch krank. Kranke Köpfe. So, du warst doch gerade noch nicht da. Und ich schieß wieder daneben. Und ich schieß wieder daneben. Ade. Ach, da sind zwei. Okay, wir hätten. Kann das irgendwie sein? Ich hätte da mit der Schrotflinte reingehen sollen. Ich habe nicht gesehen, dass es zwei sind. Ich wäre tot damit. Nein. Oh, gibt's keine Popo-Bilder im Haus. Vielleicht kommen die ja noch. Zerschlägt mich, wenn ich einfach so in den Stream platze. Was? Massage für Divinity. Sie ist angespannt. Ja. Wieso nicht? Da steht Insider hier im Hintergrund. Verdammt. So, diesmal passe ich auf. Wir gehen erstmal. Wir nehmen uns jetzt erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 5, eine Spritze. Und wir haben gar keine Munition für die Schrotflinte. Ja, herzlichen Glückwunsch. Snipergewehr habe ich auch nicht. Also habe ich nur die Waffe. Boah, das ist doch kacke. Vielleicht gehe ich erstmal raus aus dem Raum. Oder so, einer weniger. Da ist der zweite. Alles für den Arsch, was? Man kann sich nicht immer die Rosinen rauspicken, man muss auch mal den Popo nehmen. Ja, so ist das. Das machen wir jetzt nochmal. Komm, zweimal in den Kopf geschossen. So, die sollten jetzt gleich nicht nochmal aufstehen. Also gucken wir uns das Ding nochmal an. Was zum Teufel soll das sein? Das ist doch krank. Kann man nicht skippen, ne?
Gefällt mir gar nicht hier. Der Schrank sieht so aus, als könnte man ihn wegschieben. Er wiederholt sich, was? Mickey! Ja, der war der Beste in CSGO, ey. Sorry, dass ich eben erst reinschaue. Wir hatten noch was bestellt. Heute mal wieder. Zum ersten Mal halt lang. Was gab's denn, Patrick? Danke! Was gab's denn, leckeres Patrick? Du stellst meistens leckere Schnitzel oder so, selbst ne? Für diesen Ort. Ach, und Nils Unterschlupf ist gleich hier. Da kann ich ihm die schlechten Nachrichten auch persönlich überbringen. Ja, wir gehen, glaube ich, mal zum O'Neill eben. Und dann gucken wir mal, dass ich unsere Waffe verbessere. Vielleicht haben wir noch einen Kaffee am Start. Ja, das wären, glaube ich, so ein paar Sachen, die wir nochmal eben machen können. Also mit so wenig Munition. Aber jetzt mach doch nicht so schlimm die Tür auf, Mensch. So, O'Neill. Haben Sie sie gefunden? Sie sind tot. Die sind leider alle tot. Glauben Sie mir, ohne die sind sie besser dran. Sie hatten vor, alle hier drin zu töten. Ein Alpha-1-Notfall, was? Halte ich nicht für die schlechteste Idee. Sie sind ein echtes Arschloch, O'Neill. Wissen Sie das? Ich sehe das nur realistisch. Man kann nicht jeden retten. Ist einfach nicht möglich. Die Notfallpläne gibt es nicht ohne Grund. Hätten Sie diese kranke Maschine nicht gebaut, wären überhaupt keine Notfallpläne nötig gewesen. Vielleicht. Aber das, was Sie geschaffen haben, ist ziemlich beeindruckend. Immer noch der Firma ergeben, was? Ich wollte es ein bisschen bunt hier drin. Hoffentlich macht sich Ihre Loyalität bezahlt. Denn gerade sieht es so aus, als würden Sie einen Scheiß auf Sie geben. Was meinen Sie damit? Sie haben sie doch hier reingeschickt. Tut mir leid. Ich wollte Sie nicht verärgern. Hier. Ich habe noch weitere hergestellt. Für Ihre Mühen. Ja, nice. Errungenschaft. Speichern? Ne, ich will zur Werkbank. Dann gucken wir mal. Waffenverbesserung. So, hier. Machen wir mal die hier. Handfeuerwaffe. Feuerkraft. Feuerkraft. Und dann hier, verbesserte Waffenteile. Hochwertige Waffenteile benutzen. Ja, das machen wir. Achso, lange gedrückt halten. Sehr nice. Ich habe 300 und ich brauche 200. Egal, wir müssen da jetzt mal ein bisschen investieren. Dafür habe ich keine Munition mehr. Da weiß ich noch nicht, wie gut die ist. 400. 120 könnten wir noch machen. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, kritischen Schaden zu verursachen, wenn ich Schwachstelle eines Gegners triffst. Ich bin aber froh, wenn ich den Mob treffe. Ja, das machen wir, glaube ich, noch nicht. Wir sparen wieder Waffenteile. Herstellung. Und gucken, ob wir noch ein bisschen Muni herstellen können. Ein. Süß. Wir können aber noch eine Spritze herstellen. Rauchbolzen. Rauchbolzen braucht kein Mensch. Naja, jetzt ist unsere Waffe aber mal ein bisschen besser. Der hat gerade von selber gespeichert. Können wir Kaffee? Wir können Kaffee trinken. Knall ihn ab. Insider bei deinem. Ich habe gestern Insider noch gefragt, wann der 24-Stunden-Stream kommt. Ach krass. Knall einfach alles ab. Jetzt ploppen deine Nachrichten. Ich hätte echt invisible gehen sollen. Ich vergesse immer, durch welche Tür wir müssen. Ich glaube, durch die. Ich glaube, Gel haben wir noch nicht genug, ne? Dann sammeln wir auch noch mal ein bisschen. Ich glaube, das habe ich erst gemacht gehabt. Wir gehen jetzt mal die rechte Seite entlang. Und hoffen, noch ein bisschen Munition zu finden. Ansonsten müssten wir jetzt alles haben, ne? Wir haben alles. Ja gut, das neue Signal, ne? Aber da gehen wir ja jetzt lang. Schon wieder? Haben wir so viele neue Signale bekommen? Und Leute, der Cross ist hier live im Stream, schreibt er. Ich will da runter. Hier war doch so ein Dicker, oder? Dann bin ich ja nicht weitergegangen wegen dem. Ach doch, bis ins erste Haus bin ich ja schon gegangen.
Bis hierhin bin ich, glaube ich, ne? Da waren wir schon. Genau, da waren wir. So, hier haben wir noch einen versteckten Weg. Den gehen wir noch nicht lang, den gehen wir später lang, den merke ich mir. Guck mal, ob wir hier noch ein bisschen was im Busch liegen haben. Da ist zum Beispiel noch was im Auto. Cheesepulver. Ich muss mal die Türen testen, ob die auch gehen. Ne, ist verschlossen. Follow, 5 Monate und 3 Wochen. Unfug habe ich doch nicht. Guck mal, da war eine Werkstatt. Vergiss es, und da muss noch Soße rein. Schlimmste ist, dass ich mir Mörder beim Singen vorstellen kann. Insider natürlich auch. Der Insider singt in seinem 24-Stunden-Stream 24 Stunden lang. Hat er mir schon gesagt. Habe ich mir gedacht, du Alter, aufstehst. Stehst aber nicht lange. 2 Schuss weg für so. Hier habe ich gut getroffen. Aber ich brauche echt Munition, ey. Game Evil Within 2, genau. Mitte April, Samstag muss man schauen. Was, worum geht's da? Um den nächsten Unfug-Stream? Leute, nächste Woche Montag kann ich leider nicht streamen, da bin ich nicht hier. Wahrscheinlich bis... Ich weiß nicht, wie lange ich... Vielleicht streame ich dann mal so am Mittwoch oder Samstag. Von Nessie und Danny. Die nächsten 2 Wochen werden jetzt ein bisschen stressig. Heute geht's noch. Zu. Ich bin über jede geschlossene Tür froh. Ja, das Haus habe ich noch nicht. Ich glaube, ich gehe auf dem Rückweg nochmal die andere Seite entlang. Komm, bitte Munition. Ich spiele auch gar nicht auf so eine hohe Schwierigkeitsstufe. Verstehe gar nicht. Das Haus sieht auch richtig aus, wieso das so schwer ist. Sagen wir einfach mal so ein... Nein. Sollen wir mal snipern? Boah, ist das schwer zu steuern. Und er schießt daneben! Nö! Achso, sie lebt noch. Ich habe keinen Schuss mehr. Verreck doch! Wo war denn die Spritze? Mit Drecksbolzen schießen hier. Ja. Achso, die ist tot. Ich habe nichts mehr Munition. Jetzt wird's haarig. Was schreibt ihr denn so? Der schießt daneben. Als hätte er selbst gezielt. Ja, immer der. Nie ich. Immer der. Ja, oder sitzt Wasser auf? Ist immer nur der, der daneben schießt, nicht ich. Ich komme doch. Sind die hinter mir? Warte mal. Muss doch in die Richtung, oder? Ja. Auf einmal sind die hinter mir. Wieso sind die auf einmal hinter mir? Da wollte ich gleich noch hin. Der ist immer schuld, nicht ich. Oh, schön. Ja, Tasche für Pistole und Munition. Wenn ich mal so viel kriegen würde, ne?
Hab ich die Tür schon probiert? Wahrscheinlich nicht, hier war noch Kraut. Hab ich nicht gerade 4 Bolzen gehabt? Da sind die normalen Bolzen. Wenn jetzt jemand kommt, bin ich am Arsch. Aber was die verteilen können, sind hier die blöden Flaschen, ne? Habt ihr mal einen guten Trick, was man mit den Flaschen machen kann? Selbst. Oh, hab mich erschreckt. Selbst wenn ich damit zur Ablenkung was werf. Krieg ich die ja nicht kaputt. Ich muss die ja kaputt kriegen. Da kommt doch mit Sicherheit jemand raus aus dem Schrank. Nur so flackert die Lampe. Die hat nicht zu flackern. Schön leise die Tür aufmachen. Das gefällt mir nicht hier. Na toll, der Stuhl wird böse. Tagebuch einer Frau, ja. Verdammt kalt hier. Geister haben wir hier. Oh, den Stuhl. Böser Stuhl. Sicherung. Haben wir jetzt schon 8 Stück von. Ich weiß gar nicht, was man damit machen muss. Die Schränke? Nee. Dann versuche ich mal wieder rauszugehen. Goku, hallihallo! Da ist gleich ein Geist irgendwo, ich weiß das. Da, sag ich doch. Ist ja wie bei Prey, da gibt's auch diese Geister. Ja, sicher! Wie soll ich die denn kaputt kriegen? Ich kann mich nicht sehen. Und Maibär! Maibär, habe ich dich schon begrüßt? Ich hoffe, ich habe dich begrüßt. Was zum Teufel geht hier vor? Hallo Maibär! Fuck! Die kennt meinen Namen. Ja, eine Schleichstelle. Ich muss hier raus. Ich bin doch der Profi-Schleicher. Hat das Spiel wohl vergessen, was? Komm dann nicht raus. Mist, brauch eine Schlüsselkarte. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Brauch eine Schlüsselkarte, zack, zack. Brauch mal eine Schlüsselkarte. Oh, eine Schlüsselkarte. Und er geht aus der Deckung raus. Er macht einfach, was er will. Wo ist sie hin? Die ist in die Tür gegangen. Die ist so gelangweilt von mir, dass sie einfach abhaut. Wahrscheinlich da muss ich lang, ne? Geh weg. Soll ich es riskieren? Können doch keine Schleichpassagen hier einbauen. Können die mir doch nicht antun. Es wird jetzt ein kleines bisschen dauern wahrscheinlich. Schlüsselkarte? Hier vielleicht? Keine Schlüsselkarte. La la la, sie singt. Wird die mal nicht singen? Ja, toll, ist sie jetzt rechts oder links von mir? Es ist ja geil gemacht. Ich würde sagen, die ist hinter mir. Hier ist nix! Wo ist denn diese faxe Schlüsselkarte? Weiß jemand, wo die ist? Da. Ist keine Schlüsselkarte. Und dann muss da Soße rein! Nein! Dann eben nicht! Sag mir mal einer, wo die Schlüsselkarte ist.
sollte nicht auf den Chat gucken. Sie sieht mich. Sie sieht mich nicht. Ich weiß auch nicht, wo die Schlüsselkarte ist. Mach nicht. Hier ist nix. Also blind bin wahrscheinlich nur ich, ne? Die ist ja jetzt gerade nicht hier. Ist nix. Geht immer noch nicht auf. Noch nix. Ich hab keine Schlüsselkarte. Ich sehe auch nichts. Bist also nicht die einzige Blinde. Ja, das freut mich. Sobald ihr irgendwas aufblinken seht und ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier in dem Raum ist. Weil es wäre ja zu einfach. Man muss sich ja schon hier durchschleichen, denke ich mal. Ja, Sophie, da ist sie. Gut, dass sie nicht durch Scheiben gucken kann. Geh weg einfach. Müssen wir nochmal die Räume hier durchsuchen. Hier liegt auch keine, ne? Liegt hier drauf eine? Auch nicht. Schlüsselkarte, wo bist du? In den Schränken, in den Ecken. Und das kann man ja gar nicht mehr gucken. Auf dem Bett. Die Schubladen habe ich hier schon aufgemacht. Theoretisch ist das ja hier der letzte Raum, ne? Theoretisch müsste ja hier drin sein. Liege vielleicht? Ich hätte jetzt gedacht hier. Ist das ein Fehler vielleicht? Warte mal, was ist denn mit... Die bringt mich wieder raus. Ich habe die Schlüsselkarte gefunden. Ich muss mal mehr Sounds machen, ne? Aber jetzt ist die Kuh hier drin, ne? Vor der Tür. Ich habe jetzt beschlossen, dass du nach... Nein, nicht nach links gehst. Du gehst nach rechts. Wieso gehst du... Sie geht nach links. Ah, wieso geht sie denn nach links? Ah, nee. I, O, U. Was? Ja, soll ich rausgehen? Ich habe keine Geduld zu warten. Deshalb bin ich wahrscheinlich so schlecht, wenn ich gleich was habe. Geh einfach, scheiß drauf. La 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 la. Geh einfach wieder in die Tür rein und verschwinde. Nein. Das hat mich jetzt nicht erschrocken. Genau, geh. Sie geht einfach durch die geschlossene Tür durch. Ist mir auch egal. Das hat mich jetzt nicht. Jetzt habe ich mich nicht erschrocken. Das ist dieses Blockboss, ist auch so laut. Ne? Wo sind wir jetzt? Es liegt was Neues auf dem Tisch. War das nur Einbildung? Nein. Das war... Was war das? War das real oder nur in meinem Kopf? Die Parts von Evil Within mag ich leider nicht so gerne. Die finde ich so anstrengend. Ein Dia, ja, jetzt können wir in dem, ja, ja, wissen wir schon, jetzt können wir in dem Hauptraum wieder dieses Dia angucken. Boah, zwei, ja, erst zwei von elf. Ich denke mal, elf gibt es im ganzen Spiel. Ist hier noch was beleuchtet? Ich muss nochmal diesen blauen Kasten klicken. Ja,
Ja, macht nicht so gut an die Tür. Ganz slow. Das Haus da gegenüber, das sieht auch noch so aus, als ob das wichtig wäre. Aber wir gehen jetzt erstmal die Seite ab. Entlang. Guck mal, da haben wir noch ein paar Kisten. Vielleicht haben wir Munition da drin. Waffenteile. Come on, crazy body, people make some noise. Hup, hup. Beste Musik zu der Szene. Miauda ist hier DJ Miauda. DJ Miau. DJ Miau bist du jetzt. Wenn die alle aufstehen, ne, dann bin ich sowas von der Art. Ach, guck mal, Schrotti. Ja, hab ich mir gedacht. Hab ich mir schon gedacht. Meine Ausdauer ist weg. Ich bin ein Busch, ihr seht mich nicht. Ich hoffe, der Busch versteckt auch. Okay, für meinen Körper. Ich will nämlich noch die Garage durchsuchen. Da liegt nämlich auf jeden Fall noch was. Deutschland hat gestern gewonnen. Genau, das haben wir mitgekriegt. Die Musik kam und er greift sich am Kopf, ja. Wow, wow. Ich bin immer so, dass ich alle töten will. Aber das ist wahrscheinlich gar nicht so notwendig. Wofür lässt du mich die Schublade aufmachen und da ist nichts drin spielen? Blödes Rauchpulver. Ich will kein Rauchpulver. Ich will Schießpulver. Genau, Schießpulver will ich. Das ist. Ja, Frau Hansen, boah, ich verstehe Hansen die Problematik. Ich frage Sie. Ist bei Ihnen schon mal ein Schnüffelstück gesetzt worden? Ein was? Ein was? Ich glaube, gleich haben wir alle mal da durch auf der Seite. Dann müssen wir leider nochmal zurück. Auf der anderen Seite. Moment, hat das Haus da hinten ist noch wichtig? Nee, verarscht. Ich dachte, weil da Licht an wäre. Hätte ja sein können. Aber wer spielt Evil Within denn bitte auf schwer, ey? Man hat ja jetzt schon keine Munition. Wieso knarzt das da drin? So, hier waren wir jetzt schon. Jetzt sind wir einmal rum. Ja, komm, wir gehen mal ganz kurz Munition. Ach, da liegt da was. Munition herstellen. Jetzt stehen die mit Sicherheit auf. Schrotmunition. Nice, nice, nice. Komm, lad noch mal ein paar nach. Ach, geht nur drei. Wir machen noch mal ein paar. Wir haben ein bisschen Schießpulver eingesammelt. Machen noch mal ein paar Schuss. Fertig. Und die, Hilde, Hilde. Ich sehe nur Hilde mit Herz. Wo bist du? Ach, Hilde ist pink heute. Hallo, Hilde. Sonst bist du mal grün bei mir. Heute bist du pink. Heute gar kein Counter-Strike am Spiel. Haben wir ja gar keine Werkbank. Das ist aber nicht schön. Dann müssen wir mal kurz in den Spiegel gehen. Dahinter ist ja eine Werkbank. Weil ich brauche echt Munition. Dringend, dringend. Auch wenn es nur ein bisschen ist. Wir können uns nochmal die. Ah, ne, das schmiert das Spiel immer. Warte mal, speichern. Ich hatte das in der Demo, da habe ich mir die angeguckt und da ist mir das Spiel abgeschmiert. Bevor das jetzt passiert. Hm.
Nee, Katzi. Katzi, Katzi, Katzi. Hallo, Katzi. Katzi ist unser Projektor, Katzi. Ach so, ist das... Ach, guck mal, wir haben schon welche vergessen. Mit Kidman reden. Noch wach, Kidman? Kein Frieden für die Ruchlosen. Was gibt's? Ich kann nicht glauben, dass Lily noch lebt. Schade, ich hab schon eins übersprungen. Das Feuer. Lily ist nicht im Feuer gestorben. Doch, nein, ich muss wieder hoch mit dem Run. Sag das meinem Ja, Herrn. Das war am Wochenende aber auch schlimm. Und ey. Den Wir Altrollen, haben die mich seit Jahren sechs heimsuchen. Runden Counter-Strike Warum gespielt. Sie? Sechs Runden. Es gibt so viele Und sechs kleine Runden Mädchen am Stück Welt. Verloren. Warum meins? Wir sind ich alle abgestiegen. Mobius hat Lily entführt, lange bevor ich dabei war. Das war deprimierend. Ich weiß, du glaubst nicht an Zufälle. Aber ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt beim Insider in den Stream. Weißt du, aber es war echt schlimm. Es war richtig schlimm. Einfach, ohne wirklichen Grund. Sie war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Nein, das kann ich nicht glauben. Wie auch immer, das Feuer ist ein Erinnerung, die du beseitigen musst, Sebastian. Winnie war schuld, was? Ich war überhaupt nicht schuld. Und du hast Lily nicht deswegen verloren. War lustig, boah, ich war echt, ich meine Laune zum Schluss, ne? Ich hätte echt irgendwie zerschlagen können. Ich war nicht mehr gut drauf, sagen wir es mal so. Ach, guck mal, da liegt was. Katzi bringt uns was. Danke, Kätzchen. Grünes Gel. So, Werkbank war irgendwie hier im Flur. Falsche Richtung. Miau! Sie macht auch Miau! Ich finde Katzen süß, die Miau machen. So, Herstellung. Jetzt schon wieder Enter drücken. Pistolenmunition, ja, bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte 10. 5 Schuss gerade mal wieder. Ich krieg doch die Krise. 5 Schuss mal. Verspeichert? Okay. Waffenteile 270. Was war denn da die nächste Stufe? Für die hier. 400. Okay, okay. Wir sammeln erstmal auf 400, würde ich sagen. Ich glaube, man kriegt auch eine Trophäe, wenn man eine Waffe komplett upgradet. Hallo? Kann ich nicht mehr in den Spiegel? Im Raid schläft es sich ja auch so super ein. Boah, ja, ehrlich. Ich habe noch lange wach, glaube ich. Das heißt lange. Eine Stunde war ich aber im Bett noch wach. Kann ich Kaffee trinken? Ja. Trinken wir noch mal ein bisschen Kaffee. Ist das schön, wenn die Energie so nach oben geht. Wenn die Ausdauer mal komplett hochgehen würde, wäre schön. So, jetzt machen wir noch die linke Straßenseite. Oder haben wir hier noch ein Signal? Ja, hier haben wir noch ein Signal. Also hinter dem Gebäude quasi, oder was? Ja, wenn wir da hinkommen, dann gucken wir mal ganz kurz. Wir dafür ein Signal haben. Noch piepst aber nichts. Hey, das spielt Counter-Strike. Okay. Laufe ich in die richtige Richtung? Ja, ein Stück ist wahrscheinlich die Leiche hier, ne? Was kriegen wir da? Schießpulver. Schießpulver, immerhin. Ich denke mal, hier zum Rand müssen wir nicht mehr laufen, ne? Da will ich nichts liegen. Da ist noch eine Pflanze. Ich glaube, kommt Superman, kletter hier rüber. Kannst du hier rüber klettern? Auch nicht. Kommen wir jetzt nicht mal eben rein. Dann ist der dumme Geist schon wieder. So, wo war noch so ein Signal? Mehr Signale sind nicht hier. Jetzt gehen wir noch die Seite ab, da sind nicht ganz so viele Häuser. Und dann gehen wir endlich zum Waterfall. Da ist jemand in Schwierigkeiten. Buh! Diese Dinger bringen sie um, wenn ich nichts tue. Muss ich mal wieder helfen kommen jetzt hier, ne? Ich hab keine Ausdauer. Ja, 1030 Stück. Komm bitte alle auf einmal. Sag
Schuss doch, kommt auf einmal, sonst habe ich wieder null Schuss. Jetzt muss ich das machen. Wieso hat er den nicht mitgetroffen? Das war's wieder mit meiner Schrotflinte. Ich hoffe, das hat sich jetzt auch gelohnt. Wir kriegen auf jeden Fall jede Menge Gel. Ich mag Käsebällchen, du magst Käsebällchen. Isst du niemals die Käsebällchen, bist du lahm. Ich hab schon lange keine Käsebällchen mehr gegessen. Ich esse lieber Nachos. Alles gut, sie sind tot. Bitte machen Sie auf. Ist das die Pan? Ich habe ein paar Fragen an Sie. Pan ist ja hier Synchronsprecherin für irgendeiner. Gucken, ob das die Stimme von ihm ist. Danke. Sie haben mich gerettet. Ich dachte schon, das war's. Das ist die Pan. Alles gut. Das ist die Pan, die Freundin vom Gronkh. Was ist da draußen los? Woher soll ich das denn wissen? Ich könnte Sie doch genau dasselbe fragen. Ich bin gerade erst angekommen. Ich weiß noch weniger als Sie. Das auch lustig? Ach ja? Wie heißen Sie? Sebastian. Sebastian Castellanos. Tja. Dann wissen Sie mehr als ich. Ich rette die Frau in Nöten, ich hab's getan. Oder welcher Tag heute ist. Oder du weißt nie, welcher Name und dein Tag. Gott, was ist denn los mit mir? Versuchen Sie, so verwirrt. Sich an irgendwas zu erinnern. Gerade saß ich noch bei dieser asiatischen Ärztin im Sprechzimmer. Und auf einmal bin ich in dieser fremden Stadt, habe fremde Sachen an. Und dieser Kerl sagt, er sei mein Ehemann und dass ich weglaufen soll. Ich bin nicht mal verheiratet. Nichts hier ist real. Kenn ich nicht, unmöglich. Nein? Ich will auch mal was sprechen. Das wird auch voll gut passen zu dir, Nessie. Auf jeden Fall. Ich möchte Sie etwas fragen. Lili, an was erinnern Sie? Ich suche meine Tochter. Sie ist erst 6. Und sie heißt Lili. Da draußen waren keine Kinder. Nur diese Dinger. Verdammt. 6 Jahre alt? Oh, das tut mir leid. Arme Kleine. Ganz allein da draußen. Ich wünschte, ich könnte Ihnen helfen. Ich auch. Aber ich gebe nicht auf, bis ich sie gefunden habe. An was erinnern Sie sich? An gar nichts. Sie sind also erst vor kurzem hier aufgewacht? Stunden, Tage, ich weiß es nicht. Aber da liegen schöne Sachen auf dem Bett. Ich glaube, das ist Schrotmoni und Schießpulver. Welches Sprechzimmer? Weil ich Geld brauchte, meldete ich mich freiwillig für diese Schlafstudie. Mir wurde Blut abgenommen und ich wurde untersucht und dann stellte mir diese Asiatin den ganzen Tag Fragen und ich verstehe nicht, was hier passiert. Käsebällchen muss doch Käsebällchen essen. Ich glaube Käse-Nachos hier. Aber ich kann mich ja auch kaum an etwas erinnern. Meine XXL-Tüte. Was wissen Sie über diese Dinger da draußen? Wenn ihr es nicht vergesst, zeige ich die euch schon zum Schluss. So eine große Nacho-Tüte habe ich nämlich noch nie gesehen. Keine Ahnung, wo die herkommen? Mein angeblicher Ehemann benahm sich plötzlich so komisch. Er sah sich ständig um, aber ich sah da nie was. Und dann fing er auf einmal an zu schreien und veränderte sich. Die Haut platzte auf. Es war so schrecklich. Und dann ging er auch noch auf mich los. Dann waren die Dinger also mal normale Menschen. Aber warum verwandeln sie sich? Ich weiß es nicht. Ich kann ihnen nicht helfen. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Bleiben Sie hier. Verschließen Sie die Tür. Draußen ist es nicht sicher. Ich setze bestimmt keinen Fuß vor die Tür. Ich danke für Ihre Hilfe. Wenn Sie hier irgendwas Nützliches finden, nehmen Sie es ruhig. Ja, ich nehme alles mit hier. Geh mal aus dem Weg. Aus dem Weg musst du gehen. Ich möchte Sie etwas fragen. Nein, ich will dich nichts fragen. Ich will, dass du aus dem Weg gehst. Da liegt noch eine Knarre. Wie Pistolenmunition? Das war doch eine Knarre, die da lag. Spiel. Ich habe so viel Schrotmuni für dich geopfert. Kriege ich bitte Schrotmunition? Nicht so blödes Rauchpulver. Ich habe gar nichts jetzt, ne, an Schrotmunition. Nee. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber ich wollte auch auf die andere Seite. Ich würde gern mehr für sie tun. Aber wenn ich Lily finde, wäre das für alle hier das Beste. Ja, wir fangen mal mit dem Haus da hinten an. Sieht auf jeden Fall einladend aus. Da leuchtet noch ein Lämpchen. Ach, schon wieder protokolliert.
geht das denn nicht mal mit der R-Taste? Mach mal die Taschenlampe an. Tür ist verschlossen. In Resident Evil 1 gab es ja mal so eine Szene mit so einem Raum, wo man ein Zombie aus dem Schrank geplatzt kam. Da habe ich mich damals so erschrocken. Mit dem Mann kontrolliere ich die Schränke auch immer. Was war das? Da knarzt doch einer. Sicherung. Wofür brauche ich die ganzen Sicherungen? Teilrohr. Ist da was im Auto? Warte mal, da stand neben. Achso. Wo zum Teufel kommt die denn her? Nee. Wo bin ich? Die Markierung ist weg, okay. Da war es doch scheinbar. Warte mal, die Tür war eben nicht auf. Was? Die war doch eben noch auf. Jetzt ist sie verschlossen? Vielleicht kommt der Ring hier raus. Akte Nummer 15. Gespräch mit Detective Sebastian Castellanos. Ach, wo bist du denn? Da bist du, Leitungsfanatiker. Hallo, schön, dass du reinschaust. Ich habe das alles doch schon 10-mal erzählt. Gehen wir es noch einmal durch. Das ist ja mehr ein Verhör als ein Gespräch. Ist das noch aus dem ersten Teil? Ja. Das sah aus wie ein Flashback. Ja, was bin ich, sagt er. Was ist das gruselig jetzt hier? Wo soll ich denn hin? Gucken wir mal, ob irgendeine Tür auf ist jetzt. Oder ob sich hier irgendwas geändert hat in dem Raum. Wir werden wahrscheinlich auch nicht rauskommen, ne? Wäre ja zu einfach. Habe ich mir schon gedacht. Boah. Was hat er da gemacht? Ja, die ganzen Informationen brauchen wir jetzt erstmal nicht. Oh, wir sind wieder im Beacon. Es war nicht die Klinik. Was? Es war irgendwo anders. Sind Sie sich da absolut sicher? Ich weiß, was ich gesehen habe, verdammt. Es war die reinste Hölle. Ein Psychiater spricht gerade mit uns aus Beacon Hill, aus der Beacon Nerven. Heilanstalt. Hören Sie mir überhaupt zu? Mir ist klar, dass Sie einiges durchmachen mussten. Das war die Therapie, zu der Sie mich geschickt hatten. Ach, jetzt lass doch mal irgendeine Tür offen. Verarsch mich doch hier gerade, Spiel. Egal, wo ich hingehe und wo die Türen sind, ist alles abgeschlossen. Und Sternstaubkind, hallo. Schön, dass du reinschaust. Ist aber schon wieder eine Nervenheilanstalt. Ich weiß gerade nicht genau, was ich hier machen soll, damit ich das triggern kann. Gucken wir uns nochmal die Räume genau an. Vielleicht noch. Hab ich hier wieder was übersehen? In der Ecke komme ich nicht rein. Es war nur ein Fiebertraum. Oder ich muss warten, bis der Text. Es war kein Traum. Abgelaufen ist. Es war der Stand eines Killers. Es war so real, wie Sie es sind. Mag sein. Lecker Blutwasser. Version der Realität festzuhalten. Hier sind die Toniken aus Silent Hill, finde ich sie. Nehmen wir mal ein paar mit auf Reserve. Nee, es hieß ja anscheinend zwar nicht mehr Toniken, ne, sondern Heilmittel? Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Oder wusste er mehr als ich? Oh, Tür geht auf. Was steht da? You cannot. Du kannst mich hier nicht festhalten? Kommt jemand im Spiegel näher? Schon geil gemacht.
Sind wir wieder in der psychiatrischen Anstalt? So schön wie in Outlast. Tonika. Ja, wie hieß es in Teil 2? Da hieß es doch irgendwie ganz anders, ne? Da liegt was. Man kann echt viel von dem Spiel verpassen, ne? Wenn man direkt zu seiner Tochter läuft, dann sammelt man die ganzen kleinen Sachen hier gar nicht rein, ne? Aber ich denke mir, dann hat man sich auch nicht upgradet und dann hat man es nachher noch umso schwerer. 3 Dias haben wir gesammelt. Man kriegt wahrscheinlich eh nur Trophäen, wenn man sammelt alle Dias. Sammelt alle Berichte. Beacon. Sammelt alle dies, sammelt alle das. Das kann nicht sein. Solange die Laura nicht wieder da ist. Ich könnte auch rennen, ne? Sind wir das? Ich glaube, das sind wir. Sieht zumindest so aus, als ob wir das wären. Ein Schlückchen Wasser zwischendurch. Gesundheitsdrink, genau. Und weg sind wir. Taxiteller? Wie Taxiteller? Hast du ein Taxi da bestellt, Insider? Was zum Teufel geht hier vor? Ich hätte Bock drauf. Waren das nur Erinnerungen? Das war gerade noch nicht da. Was gibt es? Sebastian, alles in Ordnung? Das rote Gela. Deine Werte haben verrückt gespielt. Du hattest fast einen Herzstillstand. Ich habe Beacon gesehen. Ich war wieder dort. Wie kann das sein? Dieser Stem ist völlig neu. Keine Ahnung. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Gott, ich hoffe, es passiert nicht nochmal. Hier ist es schon schlimm genug. Ich will die Vergangenheit nicht immer wieder erleben. Dieser Ort spielt mit mir. Ich darf mich nicht ablenken lassen. Ich muss Lilly finden. Harpunenbolzen. Ja, der steht nicht mehr auf, ne? Der ist auch nicht so richtig zombiehaft. Ich guck noch mal, ob sich hier sonst noch was geändert hat. Nochmal ein Bad vielleicht. Bad ist wieder zu. Never forget, ne? Ja. Mehr noch irgendwas? Naja, wahrscheinlich ist hier nichts mehr. Und wieder brutal. Hier ist auch nichts Neues, hier war ich ja schon. Nein! Tür, bleib auf! Und hallo, Lilly! Schön, dass du reinschaust. Lilly, das Video mit dem Vogel hast du dir angeguckt, ne? Bin auch mal gespannt, ob das geht. Er hat es zumindest auf dem SNES Mini gespielt. Ich weiß nicht, ob es auf dem Emulator natürlich auch funktioniert. Kann sein. Kann aber auch nicht sein. Das kleine Häuschen muss ich auch noch vorher anklicken. Und dann gehen wir in das große Häuschen. Knoblauchbrot. Können wir wahrscheinlich. Ne, das sieht zu aus. Mobius! Geht nicht, macht da nichts. Ich muss mich ein bisschen von der Straße, glaube ich, fernhalten. Und da waren noch so ein paar Leute. Was ist denn jetzt los? Wie habe ich jetzt was getriggert? Welche Stelle? Ach, sie wieder. Ja, da habe ich jetzt Bock drauf. Geht wahrscheinlich in das Haus rein jetzt, ne? Ich die Taschenlampe lieber ausmachen. Dann seht ihr aber nichts, ne? Ich fand das immer cool, den Wettlauf mit dem Vogel. Das habe ich nie geschafft, ey. Das fand ich so schwer. Ich finde das Level eh schon ultra schwer.
Weil du überall an die ganzen Dornen dran knallst. Dann auch noch schneller zu sein wie der. Boah. Also, ich gehe einfach mal hinterher, oder? Normalerweise müsste ich ja vor ihr weglaufen. Aber da hier weglaufen eigentlich kein Problem mehr, weil ich ja durch die ganze Stadt laufen könnte. Toll, die geht wieder durch geschlossene Türen, ne? Sicher nicht in das Haus. Geht das Fenster? Da guckt sie wieder raus. Wir gehen einfach mal einmal um das Haus rum. Machen wir wieder Licht an. Tja. Sie ist hier reingegangen. Ich weiß jetzt nicht, was ich damit anfangen soll mit der Information. Ich komme hier nicht rein. Ich bin aufgetaucht, als ich an der Stelle hier war. Was soll mir das sagen? Ja, das Level muss man echt auswendig lernen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin früher nie so weit gekommen. Ich bin immer nur bis in die vorletzte Welt gekommen bei Donkey Kong 2. Donkey Kong 1 habe ich immer geschafft, 2 nie. Kann mir einer erklären, was ich mit ihr machen soll? Wie will die denn bitte auch Türen aufmachen? Ja, frage ich mich auch. Half-Life Episode 2. Wer zockt das? Ja, keine Ahnung. Geh mir nicht auf den Sack. Ich laufe jetzt einfach zu ihr hin. Okay, sie tötet mich. Ich lese auch meine Seele auf. Das ist ein Dementor. Ich glaube, das war nicht richtig. Hätte aber sein können. Bin ich jetzt? Keine Ahnung, was ich da machen muss. Sobald ich da in die Nähe von dem Haus komme, lese ich das aus. Einfach mal total ignorieren und einfach mal weitergehen. Zeigt mir schon irgendwie, dass ich in das Haus da soll, ne? Wie geht das nicht? Hab ich denn noch meine normale Map? Ja. Viele Häuser sind hier auch nicht mehr auf der Seite. Ich muss hier nochmal kurz ein bisschen umschauen. In das Haus kann ich hier scheinbar gar nicht rein. Ja, sie turtelt da vorne immer noch rum. Vielleicht kann ich ja hier rein. Nein, ich kann da nicht rein. Ich muss das mal wieder aus dieser komischen Nebelsicht raus, denke ich. Und hier ist jetzt noch der Weg, wo ich eh lang wollte. Dann sind wir eh durch mit der Seite. Da hängt einer. Ja, der Weg führt auch zu dem Haus hier.
Du musst irgendwas mit dem Haus hier noch zu tun haben. Hier vielleicht da oben auf die erste Etage springen oder so. Ist irgendwas zum Hochklettern? Tja, ich sehe nichts. Ich kann doch mal alle Türen ausprobieren, aber das hat ja nichts gebracht. Töten kann ich sie auch nicht. Das haben wir gerade gesehen. Also mit dem Messer geht's nicht. Und die Schüsse mit der Waffe, die sind irgendwie auch durchgegangen. Dann sind es auf jeden Fall Schleichpassagen, die man hier hat. Das wäre hier die Haupteingangstür, glaube ich, ja. Kann auch nicht eine Etage höher. Nicht schleichen. Oh, da ist er. Hat hier jemand irgendeine Ahnung? Oder bin ich falsch mit dem Haus hier? Was ist denn mit so einer Stange hier? Kann ich hier hochklettern? Komm, kletter mal die Stange hoch. Komm. Geh nochmal hinten rum. Und so hochblättern. Nö. Ich weiß, dass ich auch nichts weiß. Okay. Hat das nicht mal einer gespielt schon von euch? War das nicht? Wer war das denn? Lobster oder Snowboku? Oh, ich sollte mal ein bisschen besser aufpassen, wo ich hinlaufe. Oder bin ich jetzt wirklich die Erste, die das hier spielt? Und der hängt echt noch ein bisschen ab hier. Weil wenn ich hier nicht weiterkomme, gehe ich einfach weiter. Nicht, ist mir zu dunkel. Hab's zwar, aber nie gespielt, okay? Das ist, glaube ich, bloß Show. Okay. Ich wäre noch gerne in dieses Haus reingegangen. Ich dachte irgendwie, da kommt man rein. Dann lassen wir die einfach mal stehen, die Alte. Aber diese komische Sicht muss ja jetzt auch weggehen. Das ist ja jetzt alles zugenebelt hier. Die geht auch nicht weg, wenn ich hier lang laufe. Ich weiß nicht, ob ich vom Spiel vorankomme sonst. Die ganzen Zombies sind auch weg. Ach, guck mal, jetzt ist er weg. Du musst ja im Spiel bestimmt irgendwas machen. Das ist doch ein richtig guter Tipp von dir, Chris. Ja, aber in dieses leider Haus da rein. Das sieht doch voll so aus, als ob man da rein könnte. So, Leute, wir gehen jetzt endlich zu unserer Tochter, nachdem ich gespeichert habe. Dann will ich nämlich nochmal einen festen Safe-State machen. Und einmal kurz das Schießpulver noch in Munition umwandeln. Unsere Tochter wird wahrscheinlich eh nicht da sein. Ich glaube, es sind die Schrotflinte. Ne. Meine Tipps haben ja. Deine Tipps sind super krass. Kann man jetzt eigentlich hier drin? Immer noch nicht. Ne, wir machen erst upgraden, dann speichern. Sollen wir uns auch schon auf den Stuhl setzen? Oder meint er, das lohnt sich noch nicht? Miau! Katze Mauts wieder. So, wir machen nochmal Waffenverbesserung. Ob was kann, weiß ich nicht. Nein, ich will Feuerkraft. Achso, ich könnte auch mal die andere Sache verbessern, ne? Nachladezeit? Nö. Magazingröße? Nö. Nö.
geht alles gar nicht. Feuerrate? Nö. Nö, nö, nö. Die Munition auf jeden Fall. 7 Schuss, ja, immerhin. So. Der hat jetzt gespeichert. Aber wir machen trotzdem nochmal einen festen Safe-Set. Nessie kriegt jetzt die Krise. Wenn so viel wie ich schon habe. Aber das muss so. Ich denke mal daran, wenn das Spiel an irgendeiner Stelle abbricht oder man irgendwann mal eine Stelle hat, wo man Munition braucht und dann nicht alles schon verschossen hat, dass man dann nochmal einen früheren Stat laden kann. Und dann nochmal eine neue Chance hat. Ja, auf zu unserer Tochter. Wir könnten auch versuchen, uns an die komischen Leute da vorbeizuschleichen, ne? Da ist schon wieder einer mit einem Molotow in der Hand. Und ein Geist. Ich gucke mal, ob ich außen rumgehen kann. Das würde mich wieder übelst Munition kosten. So viel habe ich gar nicht, sehe ich auch schon. Da waren 3 Stück, die da gebuddelt haben, schon an der Leiche. Nee, das ist super, das hat mir den Arsch gerettet. Ja, es sieht unordentlich aus, ich weiß. Aber sinnvoll ist es. Guck mal, wir können hier einfach so vorbei. Da machen wir das doch auch, ne? Ah, so verpassen zwar ein bisschen Gel und vielleicht hätten die noch schöne Goodies gehabt, aber ich möchte mich da ungern durchwuseln. So. Ja, ja. Was ist das? Speichert. So, dann gucken wir mal, was mit unserer Tochter passiert ist. Sie ist da reingelaufen. Sie ist vor irgendwas weggelaufen. Wir laufen mal hinterher. Sind die von Lilly? Ihr macht doch die Tür auf. Lilly! Bist du hier? Ich bin's. Und genau hier hat die Demo geendet. Ab jetzt an spiele ich auch blind. Kann man mal klatschen, oder? Wer klatscht da? Office! Insider! Zeit für eine Runde Office! Alles gut. Ich bin's. Verdammt! Okay, ganz ruhig. Wie komme ich da rein? Das ist jetzt die Frage, ne? Achso. Moment, hier wäre irgendwo ein Loch in der Wand gewesen noch. Vielleicht haben sie aber auch zur Demo wieder was geändert gehabt. Ich hätte gedacht, ich hätte hier was weggeschoben oder war ein Loch in der Wand. Ich hab sogar gedacht, der Schrank hier. Oder wir gehen einfach nochmal raus und gucken, ob wir einen Hintereingang haben. Hoppies, Leute, danke Insider für die 1000 Spiele. Gucken wir mal hinten rum. Da kommen wir nicht hoch. Da kommen wir auch nicht lang. Da drauf schießen, das explodiert und dann. Ja, aber guck mal, das Gebäude endet doch auch hier. Da kann doch nichts mehr sein. Ich kann aber wahrscheinlich auch nicht mehr weg jetzt, ne? Ich habe keine Taschenlampe mehr.
Bin ich denn schon wieder so blind hier? An der Wand oder so noch einen Lüftungsschacht. Ja, keine Ahnung, Leute. Warte mal, da war was. Da passt er doch gar nicht durch. Doch, okay. Wenn er sich klein macht. Da ist die Puppe. Viel größer kann das Gebäude jetzt aber auch nicht sein. Lilly war hier. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Eigentlich müssten wir jetzt an einen neuen Ort kommen. Vielleicht sehen wir auch mal, bevor sie weggelaufen ist oder vor wem. Sie ist in Gefahr. Jemand verfolgt sie. Mal auf der Rückseite nachsehen, wohin das Fenster wohl führt. Ich hab doch gerade schon auf der Rückseite nachgesehen. Lilly als Puppe erhalten. Ach, von der Seite kriegst du die Tür auf. Mach mal wieder die Taschenlampe an. Ich fühle mich immer sicherer mit Taschenlampe. Da war gerade aber noch nicht so viel Blut an der Wand, oder? Ja, schön. Habt ihr das gehört? Draußen ist irgendwas, was macht. Ich will nicht da raus. Müsste das Fenster nicht hier sein? Ist auch kein Fenster. Ja. Also, Lilly, wo bist du hingelaufen? Ja? Krieg noch ein paar Tipps? Was zur... Suche hinter dem Restaurant nach Hinweisen. Gut. Ich komme, Kleines. Halt einfach durch. Wir kommen immer noch nicht aus der Stadt raus. Krass. Wo bist du? Wo bist du, sagt er. GJ. Wo bist du? Wir müssen irgendwo dahin. Wir gehen aber wieder außen rum. Okay, wir sind am Arsch. Ja, leck mich doch! Ja, hallo? Ich bin nämlich die Spitze 5, 6, 7, 8. Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Ah! Das krieg ich doch nicht hin.
Ich hab gar nicht so schnell. Ich kann gar nicht so schnell reagieren. Vor allem nimmt er die Spritze einfach nicht. Ich hab 5 gedrückt bis zum Ende. Hey, woran halt die Lehen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt die Lehen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehen hat. Er lädt nach, sag doch, dass ich nachladen muss. Lad nach. Und jetzt kommt er mit seinem Mund an. Verreck. Wer von denen lebt noch? Warum geschafft? 3 Schuss nur noch. Hilfe! Alles kaputt. Woran hat er gelegen? Jetzt hab ich sie. Womit soll ich denn jetzt wieder schießen? Ich hab doch keine Munition. So, Spritze 5, ne? So, jetzt macht er. Da muss ich wohl wieder auf den Bolzen wechseln. Warte mal, der Geist ist weg. Die Zombies sind auch alle weg. Ne, da hinten ist noch einer. Der mit dem Molly ist noch da. Ich hätte mal nicht so nah an dem reingehen sollen, ich Idiot. Hast du nix? Gute Nacht, Chris. Alles klar. Bis morgen beim Insider. Gehst du schon schlafen? Flipp dann da immer auf bei mir. Auch gute Besserung, Chris. Bist du noch krank? Kalt. Okay, alles klar, Chris. Ruh dich aus. Gute Besserung und dass du schnell wieder fit wirst. So, ich muss jetzt rechts von mir. Irgendwo hier. Ne? Ja, ich bin im Gebiet drin. Nehmen wir mal die Mitte. Also, nochmal. Gucken, was hier mit ihr passiert ist. Die ist in die Richtung gelaufen, okay. Ja, aber ich wollte vorher noch hier gucken. Da müsste schon gewesen sein, ne? Okay, dann gucken wir mal, was hier ist. Ich glaube, die hat wohl ein zu viel getrunken. Blut. Blut? Ein paar Tage alt. Hoffentlich nicht Lillys. Boah, jetzt jagt mich dein Spiel noch durch die ganze Stadt. Das finde ich irgendwie kacke. Ich war doch schon überall. Hier was drin ist. Eigentlich müsste ich schon alles eingesammelt haben mit so weit. Nee, ich brauche ja noch mehr. 400 war ja Waffenteile. So.
Wir müssen auf die andere Straße weiter. Ist hier vielleicht noch was drin? Okay, da ist einer hinterm Zaun. Da ist noch was drin. Ah, ich dachte, das wäre Schießpulver. Mist. Weil Schießpulver macht doch nicht so viel Lärm. So, gut zur Straße. Und dann da hinten auf der rechten Seite irgendwo. Da wo die Züge sind oder in dem Haus hier? Hier in dem Haus scheinbar. Sei Dank. Was ist denn da? Auf Vorspulen. Wären denn jetzt noch überall Zombies gewesen? Fußspuren. Von wem stammen die? Was? Lobster spielt Kochtopf Survivor Simulator? Was ist denn das? Habe ich nicht aufgepasst, wo die hingelaufen ist. Scheiße. Scheiße. Okay. Ich habe nicht aufgepasst. Was ich hier jetzt machen muss. Ich weiß nicht, was er gesagt hat gerade. Ich glaube, hier passt keiner auf. Ich habe nämlich auch nicht aufgepasst. Das Ding ist, ich habe ja eine Begrenzung. Ich kann nicht aus dem Hellen hier raus. Ich kann aber auch nichts mit dem jemand machen. Das Haus kann ich, glaube ich, auch nicht. Nö. Nee. Was ist denn das Leuchtende da? Also das, was hier leuchtet, sind Fußspuren. Und dann ist hier noch was Leuchtendes. Das habe ich gerade angeklickt und da hat er irgendwas gesagt. Und ich habe auf den Chat geguckt. Und ich weiß nicht, was er gesagt hat. Kannst auf jeden Fall nicht mehr anklicken jetzt. Kann nichts mehr machen an der Stelle hier. Hier ist auch noch viel Busch im Weg. Kann ich nur auf die Autos klettern? Was meine ich? Achso. Habt ihr nicht aufgepasst, was er gesagt hat? Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann auch nichts mehr mit meinem Sensor erfassen, ne? Nein. Ich bin ja schon da drin. Wo habe ich denn jetzt Licht? Ach, ich habe Feuerbolzen ausgerüstet. Puff. Ich habe keine Ahnung, wir kommen nicht mehr weiter, weil ich nicht aufgepasst habe. Die Minity braucht unsere Hilfe, genau. Keiner hat aufgepasst, was er gesagt hat jetzt. Das kann ja nur irgendwas in diesem Gebiet hier sein.
können noch ein paar Autos kaputt machen. Können auch nicht in den Bus rein, ne? Insider, hast du nicht aufgepasst? Ich passe bei dir doch auch immer auf und helfe dir. Jetzt kannst du mir mal helfen. Was hat er hier gesagt, dass ich das angeklickt habe? Und ich müsste mal nochmal neu laden oder so, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen echt nochmal neu laden. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich hier machen muss. Sie hat sich hier wohl versteckt. Ah. Speichert. Sie muss in dem Lagerhaus sein. Ich glaube, ich hätte dann alles gar nicht machen müssen. Da gibt es bestimmt viele gute Verstecke. Die ganze Stadt durchforsten. Ich glaube, das hätten wir jetzt auch erst machen können. Ich glaube, ich habe das viel zu früh gemacht. Ich weiß, dass hier der Eingang war, aber da bin ich auch an einer gewissen Stelle nicht mehr weitergekommen, weil da ein Brett vor war. Lilly? Die schreit. Lilly! 1,33 Stunden, 165 Points. Damit kannst du dir auf jeden Fall schon einen Ton kaufen. Scheiße. Wie teuer sind die denn nochmal bei mir? 70, 75 oder sowas? Lilly! Lilly! Wie lange das Ding hier braucht, ne? Lilly! Ja, da wollte ich immer lang. Von oben. Da kam ich nie lang. Gucken, ob ich das jetzt aufkriege. Hau das hier Brett muss durch. Sie durchgekrochen sein. Kam mal drauf. Ich sollte da auch durch. Ah, deshalb bin ich doch vorher nie lang gekommen. Das Spiel wollte nicht, dass ich da lang komme. Sie ist ein tapferes und kluges Mädchen. Bestimmt geht's ihr gut. Ich muss sie nur finden. Gucken, ob wir hier noch schöne Sachen finden. Ob hier noch was liegt. Hier waren wir nämlich jetzt noch nicht. Ein Ball. Boah, lass doch nur einen sein, ne? Ja! Was machst du denn für einen Lärm? Hä? Ah, Munition, sehr gut. Okay, ich denke mal, da geht's weiter. Dann geh ich mal kurz oben gucken. Ich denke mal, da geht's nicht weiter. Doch, da geht's auch weiter. Ja, dann gucken wir doch erst unten, weil ich glaube, das ist eine Sackgasse. Da liegen noch Waffenteile, habe ich gesehen. War es nicht hier? Hier kann er auf jeden Fall nirgendwo hochklettern. Wenigstens sind da schon alle Gegner platt. Ja, das ist jetzt das Gute. Da ich die ganze Stadt schon auseinandergenommen habe, ist wirklich schon überall jemand kaputt. Aber hier war ich jetzt noch nicht drin. Hier könnte noch jemand sein, ne? Er klettert hier nirgendwo hoch, obwohl da irgendwo Waffenteile drauf lagen. Ich speichere mal. Ich schleich mal. Uah! Komm, ich habe den Kopf getroffen. Wackel nicht so. Guck mal, das bewegt sich noch. Ich mit meiner Munition Knappheit, ne? Leiter benutzen. Sollen wir mal die Leiter hoch? Da ist eine Werkbank. Können wir Schießpulver herstellen. Hochwertige Waffenteile. Spritze.
Herstellung. Dass man da nicht mit der Maus drauflegen kann, dass man da immer Enter drücken muss. Das geht mir voll auf den Keks. Eine Munition. Boah, ich hab nichts an Munition. Nichts, ey. Ich hab noch das Scharfschützengewehr, aber das ist kacke irgendwie. Harpunenbolzen, ja. Können wir auch nochmal einen machen. Ja. Waffenverbesserung. Ich hab hochwertige Waffenteile. Na, da komme ich noch nicht hin. Ich würde das gerne machen. Kann man noch nichts machen. Speichert aber. Warte mal, hier liegt noch was. Ein Blitzbolzen. Schockbolzen. Nicht Blitzbolzen. Blitzbolzen ist auch gut. Da ist Lilis Puppe. Noch eine Puppe? Und Munition. Aber wo ist Lilly? Das ist, glaube ich, sogar Schrot, oder? Ja. Dann wechseln wir mal kurz hier. Ich lade mal kurz eben alles nach. Damit ich gleich nicht wieder, wenn ich wechsle, das Problem habe. Ich muss aufpassen, nicht wieder auf den Chat gucken währenddessen. Das hoffe ich wieder nichts. Also sie hat sich da scheinbar versteckt in dem Raum. Ja, die kann ja überall drunter kriechen, die ist ja schön klein. Kleine Leute haben auch Vorteile, ja. Oh, Miss Möchtegern. Ich glaube, das ist der kranke Typ, der die ganzen Fotos macht, der hinter ihr her ist, ne? Ja, der ist das. Der Leuten in den Kopf schießt, die Zeit verlangsamt und dann ein Foto davon macht. Ah, scheiße, jetzt haben wir so. Das ist er. Der Mörder mit der Kamera. Und der Mistkerl hat mein kleines Mädchen. Ich war fast bei ihr. Er weiß auch gar nicht, Verdammt. Wie lange das schon her ist. Beruhige dich. Denk nach. Du musst sie retten. Der Kommunikator empfängt nichts mehr. Du musst sie retten, andere retten. O'Neill. Entführt, Errungenschaft. Ob ich ihm trauen kann? Andererseits will er genauso sehr hier raus, wie ich Lilly finden will. O'Neill, Sebastian hier. Können Sie mich hören? Mist. Ausgerechnet jetzt. Ist das Schießpulver oder Rauchpulver? Naja, geh mal kurz raus. Schießpulver. Machen wir nochmal ein paar Schuss mit. Ich bin über jeden Schuss dankbar. Und dann gehen wir nochmal oben die eine Stelle lang. Hier war die Werkbank, ne? Der Mörder mit der Kamera, ja? Ich weiß, ich hab nicht viel, aber das, was ich habe, muss ich ausnutzen. Selbst wenn es nur zwei Schuss sind, egal. Die retten mir vielleicht dann den Arsch. Ich hab Hunger. Ich habe aber keine Lust, gleich noch irgendwas zu kochen. Was kann man denn gut essen, wo man nicht viel kochen muss und was lecker ist? Ich glaube, das Spiel wird nachher noch viel zu schwer für mich. Ich hätte das doch auf easy spielen sollen. Was zur Hölle? Recher mit dem Becher. Ist echt krank, der Typ. Kann ich nichts machen, ne? Meine ganzen Leichen habe ich gar nicht mehr so gemacht.
Also, was macht man jetzt? Zwei Bomben. Da bist du ja. Aber wo ist Lily? Ich wollte noch die Leiter. Darf nicht nochmal entkommen. Ja, Spiel, das nimmst du mir schon nicht böse. Tut mir leid, ich muss erst jede Ecke absuchen. Er wartet schon auf mich. Tschüss und bis dann. Alles klar, Leiden-Fanatiker. Schön, dass du reingeschaut hast. Die Tür ist wahrscheinlich zu jetzt, ne? Mann, hätte ich das mal vorher getestet. Ist bei euch denn alles gut mit dem Stream? Weil ich gehe echt manchmal in den roten Bereich hier rein. Da sind die Waffenteile noch. Die ich von oben gesehen habe. Geht doch. Ich gehe jetzt einfach mal den Weg zurück. Ich hoffe, das macht nichts. Normalerweise war ich ja hier. Zwei von mir, bis dahin war ich. Und dann ist er da lang gegangen. Ich glaube mal nicht, dass wir jetzt schon gegen den kämpfen müssen. Ich hoffe es mal nicht. Und schon der Liebesfilm, was? Hey! Sieh da! Das Mädchen! Wo ist es? Das mache ich auch immer, wenn mich jemand was fragt. Ja, womit denn? Ich habe doch keine Munition! Scheiße. Ja, lass mich durch. Geh zu Tür. Geh zu Tür. Kommt hier nicht rein. So kann man doch nicht eine KI programmieren. Ist das der Kopf? Weiß nicht, auf welchen Kopf ich schießen soll. Den offiziellen Kopf oder den anderen Kopf? Ich habe nur noch zwei Schuss und da sind noch mindestens zwei von den Viechern draußen. Warte mal kurz, bis meine Energie wieder hoch ist. Tja. So ein Feuerbolzen. Das Ding ist, es braucht so lange, bis das zielt, ne? Hier gehen wir den äußeren Weg. Wo sind die hin? Draußen wahrscheinlich. Na komm. Fick dich!
Lad doch jetzt nicht nach! Er lädt nach, ich kann nichts machen, er lädt nach. Boah, ist das schwer. Das war Mist, schwer. Mist, wieder verloren. Ob ich jetzt wenigstens O'Neill erreiche? Oh Gott, ist das schwer. Das wird mir viel zu schwer. O'Neill, Sebastian. Kann ich wieder das einsammeln? Sie leben noch? Ich meine, Sie leben noch. Gut. Was werde ich schon wieder? Nein. Nein, aber ich weiß, wer ihn hat. Und er hat selbst für diesen Ort unglaubliche Kräfte. Aber er ist weg. Ich glaube, da kann ich Ihnen helfen. Ich habe eine unbekannte Frequenz empfangen. Sie kommt aus dem Rathaus. Gut. Wo liegt das? Da oben. Sehen Sie das Gebäude mit dem großen Uhrenturm? Alien ja. Attack. Was ist es? Wie zur Hölle soll ich da denn hochkommen? Das ist etwas kompliziert. Kommen Sie her, dann erkläre ich. Okay. Bin unterwegs. Ich brauche so dringend Munition. Ja, klar. Noch vielleicht 5000 Gegner mehr. Gar kein Problem. Ich habe ja nur 2000 Munition. Ich will das Spiel nicht jetzt verarschen. Das ist doch nicht machbar. Ich bleib hier in der Lagerhalle, weißt du das? Ich habe 2 Schuss. Wo muss ich hin? Zum O'Neill, ne? Vielleicht kann ich ja hinten rum. Geh doch da hoch, da ist doch voll die Rampe, Mensch. Nutz doch mal deinen Verstand. Kann ich hier über den Zaun rüber? Warte mal. Ich will echt nicht durch die Menge laufen. Oder laufen. Komm ich nicht drüber, ne? Komm ich hier hoch? Ach, ich sehe schon irgendwas. Na, hier komme ich nicht drüber. Wer sieht mich denn? Tja. Ob ich das Spiel durchspielen werde, weiß ich nicht. Ich fange nochmal auf leicht an. Nicht so Geräusche. Ich laufe erstmal noch im normalen Schritttempo. Nicht, dass ich meine Ausdauer jetzt schon verbrauche. Es kann auf jeden Fall nicht gedacht sein, dass man hier jetzt schießend durchgeht. So viel Munition hat kein Mensch. Ja, wir sind zumindest am Unterschlupf angekommen, aber wir müssen dann gleich irgendwo im Himmel in so ein Gebäude rein. Ins Rathaus. So, hier bleibe ich jetzt für immer. Ich gehe nie wieder weg. Wir setzen uns mal auf den Stuhl. Vielleicht können wir mal was upgraden. Was nochmal der Stuhl? Ja, ne? Waffenteile 315, grünes Gel 11.000. Gucken wir mal. Und ich habe noch einen Schlüssel. Fällt mir gerade ein. Sie brauchen wohl Hilfe, Detective. So, dann machen wir nochmal eins auf. Was haben wir hier? Das können wir schon mal mitnehmen. Voll. Machen wir einfach mal das auf. Grünes Gel. Naja. Hätte schlimmer kommen können. Munition wäre natürlich nice gewesen. So, 16.000. Athletik, Heilung, List, Kampf.
Vielleicht können wir mal auf Kampf ein bisschen was machen. Ruhige Hand. Verringert das Wackeln. Kostet 1000. Ja, das können wir mal machen. So, ruhige Hand. Verringert das Wackeln. Nahkampf. Verursachen mehr Schaden. 3000 können wir auch mal machen. Können wir da besser? Also. Verringert. Ja. Was machen wir denn unter Heilung? Du regenerierst mehr Gesundheit, wenn du. Das ist jetzt nicht so dolle, ne? 1500 machen wir das mal. Athletik. Athletik ist auf jeden Fall wichtig. Was ist das? Oh, automatisch ausweichen. Was haben wir denn hier? Ausdauer. Ja, das brauchen wir. Oh ja, oder das. Regeneration. Ist natürlich teuer. Mist. Was hat man da? Schritte verursachen weniger Geräusche. Machen wir auch mal. Ah, Flaschen werden automatisch benutzt. Das ist natürlich nice, ja. Ich weiß, das kostet viel. Ja, aber das ist gut, weil wenn wir dann umklammert werden von den Gegnern, komme ich dann hier wieder raus. Cool. Dann haut er denen die Flasche auf den Kopf. Ah, wieder zurück. Und sie wollen sich stärken. Nee, sie kommen ihrem Ziel näher. Ich spüre es. Meine Tochter. Sie ist hier irgendwo. Ja. Und sie sind entschlossen. Sie haben sich verändert. Ich verändere sie weiter. Ich gebe ihnen die Möglichkeiten, sie zu finden. Ja, das war's. Wir gehen zurück. Wir gehen mal zum oben hier. Schießpulver habe ich ja nicht gefunden. Ja, oder? Ich habe nichts gefunden gehabt, ne? Ne, gar nichts. Nix. So ein Perkpunkt von wegen, finde mehr Munition oder so, wäre geil. Finde doppelt so viel. Das wäre nice. So, bis. Oh, da liegt was. Da liegt was. Schrotmuni. Pistolenmuni. Schießpulver. Metallrohr. Sicherung. Wofür ist die Sicherung? Ich verstehe es nicht. Ich mache erstmal kurz Munition. Ja, oder mach den Kochtopf auf. So, Pistolenmunition. Das war eigentlich auch nicht schlecht, ne? Ah, das kostet aber 7. Das kann ich mir nicht leisten. Normal muss reichen. Lad erstmal nach, alles was wir so haben. Hallo, 2. Ach, hat er schon. Das ist aber nett. Ah, es geht Ihnen Quatschen gut. Wir mal mit dem O'Neill. Keine Ahnung, ob gut das richtige Wort ist, aber hier bin ich. Also, wie komme ich jetzt zum Rathaus? In Union gibt es eine Art Backstage-Bereich, von dem aus Mobius die Probanden heimlich beobachten konnte. Hab vorhin erst der Ramolo-Gottchen mit, ja. So, dass man die Risse umgehen kann. Was sind da für Nudeln? Könnte ich doch wahrscheinlich nicht Teile der Stadt schweben in der Luft. Wo sind denn da Tunnel? Das sind Durchgänge, keine Tunnel. Wenn sie benutzen, wechseln sie im Grunde die Ebene. Wir nennen es das Mark. Es existiert in einer vom sichtbaren getrennten Ebene. Gab's einen Mörnweg, aber Nessos ist auch weg. Das muss es zum Glück auch nicht. Es muss einfach nur funktionieren. Es ist ein Labyrinth. Einmal falsch abbiegen und sie sind auf der anderen Seite der Stadt. Wo ist dieses Mark, das mich zum Rathaus bringt? Und wer kommt auf diese lächerlichen Namen? Labyrinth? Ich markiere den Tort. Für er mich? Ist im nördlichen Unterschlupf. Sieht wie ein normaler Computer aus, ist es aber nicht. Ja, oder nächstes ich Mal im Kühlschrank, ich weiß. Für die Aktivierung. Hab ich ja gerade gesagt. Wenn sie drin sind, folgen sie der Markierung zu Ausgang B2. Das sollte sie direkt oder zum Nils Rathaus und bringen. Bernays. Das hätten sie mir auch per Kommunikator sagen können. Vielleicht, aber dann hätten sie die hier nicht. Die Durchgänge sind okay, der Zusammenbruch hat Probleme mit der Infrastruktur verursacht. Laut meinem Kommunikator versperrt ein Gasleck den Weg zu Ausgang B2. Ohne die hier würden sie nicht überleben. Tödliche Gaslecks, hä? Huh? Labyrinth, tödliche Gaslecks. Schlechte Nachricht, ich immer zum Schluss, was? Nach Glück dem, was jetzt, wir bisher gesehen haben, bezweifle ich, dass das Schlimmste ist. Sehr hilfreich. Wollen Sie vorher sonst noch was wissen? Nur mit dieser Maske gelangst du durch die gasgefüllten Bereiche, Mark. O'Neill war so nett und hat dir eine
brandneue Maske besorgt, sodass du nicht die Maske eines Toten tragen musst. Das ist ja nett. Kapitel 4. Weiß jemand, wie viele Kapitel das Spiel hat? Hinter dem Vorhang. Finde den Eingang zum Mark im nördlichen Unterstock, um zum Rathaus zu gelangen. Nördlichen Unterstock, das ist doch wieder einmal komplett durch die Map durch. Ach, ich bin wieder falsch gelaufen. Gesundheit, Insider, was habe ich bis hierhin gehört? Ja, da denke ich mir, genau einmal quer durch. Können wir einfach hier durch die Gärten laufen? Probier das mal. Ich habe echt keinen Bock sonst. Keine Ahnung mehr? Was? Keine Ahnung mehr. 17 Kapitel! Boah! Da bin ich ja noch Stunden, Wochen mit beschäftigt. Haben wir noch eine Kiste? Was flackert denn da so rot? Hätte da nichts drin sein können? Wir versuchen es mal durch die Gärten. Danke, ja. Nein! Jetzt kommt die Sumpfkuh wieder, ne? Ja, die ist genau da, wo ich hier durch wollte. So, hier kann ich gar nicht durch. Du siehst mich nicht. Habe ich noch in die richtige Richtung? Der doch Gel. Wieso kann ich das nicht mitnehmen? Unfair. Maybär, hast du das Spiel schon durch? Wenn ja, wie schwer wird's noch? Ja, natürlich steht die da genau vor, ne? Ja, habe ich mir schon gedacht. Du bist nicht alleine da, das denke ich mir auch, ne? Ich höre tausend Geräusche. Ich habe nur geschaut, wie viele Kapitel... Achso, danke. Ich dachte, vielleicht hättest du es schon durchgespielt. Dreh dich um. Also so einen kriege ich jetzt nicht nochmal kaputt. Bin viel zu langsam, der dreht sich gleich wieder um. Huhuhuhuhu. Spiel nur Diablo. Ah, okay. Das produziert viel Abgas, das stimmt. Ich sollte Kidman sagen, was hier läuft. Kann ich jetzt hier ran? Kidman, kannst du mich hören? Laut und deutlich. Was hast du für mich? Die gute Nachricht. Ich habe O'Neill gefunden und er konnte mir Hinweise auf Lily geben. Großartig. Die schlechte Nachricht. Union fällt buchstäblich auseinander und ist größtenteils von Leichen und Monstern bewohnt. Und dieser Psycho, den ich erwähnte... Der mit den Kräften, die er nicht besitzen sollte? Er hat Lily. Ich bin auf dem Weg zum Mark.
von dem du mir nicht erzählt hast, um zu ihm vorzustoßen. Tut mir leid, dass wir vorher keine Zeit für ein Briefing hatten. Aber wir dachten nicht, vielleicht dass kann du Kaffee trinken. Wäre. Hier ist es genauso schlimm wie in Beacon. Nein, schlimmer. In Beacon steckte meine Tochter nicht fest. Okay, beruhig dich. Vielleicht kann ich helfen. Hast du irgendwelche Infos über diese Person? Männlich, etwa 1,77 Meter, schwarze Haare. Hält sich für so eine Art Künstler. Das ist nicht wirklich viel. Das weiß ich auch. Ja, besser als gar nichts, ne? Ich bin unterwegs zum Rathaus. Melde mich später. Ja, wir können Kaffee trinken, sehr gut. So, wieder energievoll. Können wir das jetzt anklicken, ja? Ach, jetzt können wir dahin. Wir machen mal einen festen Safe State. Machen wir wieder ganz unten. Ja, hier in der Demo seht ihr noch, habe ich das auf Einsteiger gespielt. Da habe ich nämlich nicht auf normal gespielt. Das war viel leichter, muss ich euch sagen. Viel leichter. Das ist also der Computer, von dem O'Neill gesprochen hat. Probieren wir das Passwort. Beruhig dich, ja genau. Nein, ich glaube, das hat noch niemand. Nicht dauernd. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt auskommen. Wenn das wie letztes Mal ist, wird es wieder eine unterirdische Kanalisation mit 1000 Zombies sein. Setzt ihr die Maske von alleine auf? So, jetzt kommt bitte Munition hier. Doch, Munition. Ich glaube, ich gucke mir mal ein Gameplay von jemand an, der das auf schwer spielt. Okay, 10 Schuss. Ist schon mal nett. Wird wahrscheinlich nicht reichen. Suche im Markt nach Ausgang B2, um zum Rathaus zu gelangen. Gucci. Gucken, wie viel da wieder rauskommt. Was? Halt mich zurück, halt mich zurück. Der wird mit Sicherheit jetzt weggezogen. So hätte ich es gemacht. Hier unten ist es wohl auch nicht besonders gut gelaufen. Doch nicht. Kurz ein bisschen hier durchsuchen, ob wir noch ein paar schöne Sachen haben. Aber ich glaube, hier liegt nichts. Hier haben sie anscheinend noch Teile von Union entworfen. Okay. Hilft uns jetzt aber auch nicht viel. Die Stadt schwebt ja in der Luft. Waffenteile. Wir arbeiten uns auf die 400. Hier noch was in der Ecke vielleicht? Hm, natürlich nicht. Was ist das für ein Geräusch gewesen? Ach, alles klar, Snow Goku. Ja, so lange mache ich jetzt auch nicht mehr. Vielleicht noch so 10 oder 20 Minuten. Mal gucken. Schlaf aber schon mal gut. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Snow Goku. Was habe ich denn jetzt von dem bekommen? Ich habe schon wieder nicht aufgepasst.
Kann ich nichts machen. Achso, jetzt bin ich auf der anderen Seite davon. Gucken wir, ob hier noch was liegt. Oder hat der noch was? Nein, ne? Das sind auf jeden Fall die Beine von dem. Hier ist noch was grün. Vielleicht haben wir hier noch was Schönes in der Kiste. Munition! Was voll? Was ist denn das? Schrotmunition im Leben nicht voll. Dann lad nach. Nein. Nein. Munition voll. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Der Aufzug wird wahrscheinlich nicht aufgehen, ne? Ne. Komme ich nicht rein. Obwohl da was drin liegt. Komisch. Denk mal, wenn ich die messern würde, würden die wieder alle aufstehen. Nicht, dass ich da freiwillig eigentlich rein möchte, aber ich will es ja mal probieren. Probieren wir mal die Tür. Da liegen auf jeden Fall überall Sachen hinter. Alles zu. Können wir hier Knöpfe drücken? Nee. Kurz, ob wir hier noch was haben. Ne, dann müssen wir irgendwie durch die Tür. Derzeit ist die Notfallabriegelung in Kraft. Ach, stellen deshalb ist alles so. Kommunikator ein, um die Abriegelung ja, aufzuheben. Und dann gehen alle Türen gleich auf. Das weiß ich jetzt schon. Ach, muss ich mal wieder gucken, dass ich das hinkriege. So. Kommen die alle da raus? Systemneustart der jeweiligen Anlagen warten. Notfallabriegelung im Freizeitbereich. Ja, das habe ich mir doch gedacht. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind gerade völlig am Arsch. Wieso schießt du denn nicht so schnell hintereinander, Mann? Geil mit den Flaschen, das ist geil. Jetzt habe ich aber keine mehr. Schnell nachladen. Notfallabriegelung im Forschungstrakt aufgehoben. Bitte warten, System wird neu gestartet. Oh. Reload. Boah,
repariert, aber jetzt viele Headshots gebraucht. So habe ich auch so viel Munition gekriegt. Das ist ja richtig Action jetzt hier. Das war's hoffentlich. Aber wer ist denn noch weg? Nessie, wir fallen auch hier an zu. Oh, seid alle so müde heute. Aber alles klar. Gute Nacht, schlaf schön, Nessie. So, jetzt können wir mal in die Türen gucken. Die wir vorher nicht reingekommen sind. Hier lagen ja noch überall Sachen. Die wollen wir natürlich nicht verpassen. Schießpulver, sehr gut. Mal gucken, ob die Tür aufgeht. Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, hier liegt auch noch was. So, das war die eine Tür. Da oben war noch eine Tür. Und hier war auch noch eine Tür. Pistolenmunition. Okay, hier komme ich nicht weiter. Dann gehen wir nochmal oben gucken. Weil die sind ja jetzt alle rausgekommen. Sollte ja jetzt alles frei sein hier. Geht nicht auf und da hinten lag noch eine einzelne Pistolenmunition für die Schrotflinte. Die will ich auch noch empfohlen. Oder? War das nicht hier? Wo ich gesagt habe, toll, die eine. Ja. Jetzt könnte ich das auch machen. Ach so, mit Schockbolzen, ja. Muss ich aber nicht. Den möchte ich jetzt nicht verschwenden. So, dann geht's jetzt hier weiter. Hier, ja, das kriegen wir auch. Also jetzt machen die Flaschen auch Sinn. Jetzt würde ich auch gerne mehr Flaschen mitnehmen. Wenn der den direkt am Kopf knallt, das rettet mich schon. Gott, dieser Geruch. Ach, der hat nichts. Lecker Brackwasser. Ach, da ist eine Leiter. Wir müssen unten lang. Aber wir haben immer noch nicht die Gasmaske auf. Hat er nicht gesagt, hier unten bräuchten wir die Gasmaske? Nicht noch was. Pistolenmunition, glaube ich, wieder, oder? Schrotmuni. Noch besser. Okay, hier ist zu. War nicht so viel Theater hier. Schießpulver, sehr gut. Aber kein grünes Gel. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier noch zurück müssen, weil wir gerade hätten mit dem Schockbolzen das aufschießen können. Hier können wir noch einen Weg aufmachen. Und ich glaube, wir müssen ziemlich schnell zurück. Kann ich mir vorstellen.
brauchen wir wahrscheinlich die Gasmaske. Das ist also das schlimme Gasleck. Danke, O'Neill. Ohne das Teil hier würde ich es niemals schaffen. Boah, nee, nicht so eine Kacksicht jetzt. Entzündlich? Mist. Dann kann ich keine Schusswaffen einsetzen. Nein. Vielleicht machen wir hier einen Cut. Halt gespeichert. Das wird nix. Es tut mir leid für die komische Sicht jetzt. Und dass der so wackelt, aber da kann ich nichts für. Das ist, weil der die Gasmaske auf hat. Ich hoffe, euch wird nicht komisch dabei. Ich hoffe, mir wird nicht komisch dabei. Messer denn nicht? Also, ich habe keine Ausdauer mehr. Speichert. Zumindest kriege ich hier ein paar Flaschen. Was ist das Scheiße zu steuern? Das ist doch nur eine Gasmaske. Wie können die denn so die Steuerung verhunzen? Wieso hab ich... Ein Elektroschloss. Verdammt. Ich muss der Spur folgen. So kann ich kein Messer hier benutzen. Der sagt doch, ich darf nur keine Schusswaffen benutzen. Ja, das ist doch nur eine Gasmaske. Da läuft man doch nicht, als ob man besoffen wäre. Achso, der Gespenst ist auch da. Und ich muss da lang. Kacke. Das war ein billiger Jumpscare, da habe ich mich nicht erschreckt. Etwas albern, dass das so einen Einfluss hat, ja, das finde ich auch. Ja, und ich darf keine Schusswaffen benutzen, das verstehe ich ja. Aber wieso darf ich mein Messer nicht benutzen? Das ist doch keine Schusswaffe. Ich komme jetzt hier wahrscheinlich eh nicht weiter gleich. Jetzt bin ich am Arsch. Jetzt bin ich am Arsch. Jetzt bin ich voll am Arsch. Nein. Bitte lauf an mir vorbei, bitte lauf an mir vorbei. Ah, ich kann nicht aufstehen, ich kann nicht machen. Vor allen Dingen habe ich hier keine Ausdauer. Das ist so ein Kacke. Weil die eklige Lache von dem Viech, ne? Hey, wo muss ich denn hier hin? Hey, wo muss ich denn hier hin? Du hast mich nicht gesehen, Mann! Ja, Flasche ins Gesicht, das willst du, ne? So, die Leitung hier, die führen in den Raum. Hier rein. Ach, hier. Hey, untersuchen. Scheiße, mach doch. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Rätsel. Schalter umlegen. So geht's nicht. Das macht 2. 1, 2, 3, 4. Das weiß ich nicht. 1, 2, 5. Vielleicht macht das ja nur 1. Was macht das erste? 3. Kann ich mal jemand schnell jemand ausrechnen? Okay, ich hab schon.
Achso, hoffentlich hat das was gebracht. Boah, gut, dass mich das jetzt nicht weiter belästigt hat. Und wieso hat man keine Aus? Ja gut, wenn man eine Gasmaske auf hat, kann man schwer atmen. Das kann ich noch nachvollziehen. Da liegt noch was. Ich hab doch keine Ausdauer. Gott sei Dank. Speichert. Geh, schnell. 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 Wie spät haben wir? 10 Uhr gleich. Ich würde sagen, wenn wir hier raus sind, dann cutten wir. Dann spiele ich nächste Mal weiter. Allerdings, wie gesagt, nicht nächsten Montag. Weil da bin ich nicht hier. Aber ich guck mal, dass ich dann irgendwie einen anderen Tag in der Woche stream. Ich weiß den Rückweg nicht mehr. Wie lang? War ich scheinbar noch nicht. Munition! Bin ich denn gerade noch nicht hier lang gegangen? Voll. Habe ich wahrscheinlich nicht gesehen oder ist das jetzt ein anderer Rückweg? Macht immer so gelbes, grünes Abgas, ja. Kam ich von hier? Orientierung. Wenn da jetzt eine Leiter nach unten ist, dann kam ich von hier. Der Zusammenbruch hat ein Gasleck in den Zugangstunneln verursacht und meine Atemmaske ist im Transporter. Können Sie kein Team mit einer Atemmaske für mich durch die Tunnel schicken? Tut mir leid. Wir können für Sie keine Leben riskieren. Was? Kommunikator hatte ich doch gerade. Der Zusammenbruch hat ein Gasleck in den Zugangstunnel. Hallo? Hören Sie mich? Hier ist Watkins. Watkins, was ist los? Der Zusammenbruch passiert schneller als erwartet. Und jetzt ist auch das Markt betroffen. So viel Gutes, Chili und keine ohne Bohnensuppe, ja, auf jeden Fall. Ich brauche Hilfe! Auf dieser Seite sind wir sicher, kommen Sie rüber. Ich weiß nicht, wie die wieder zurückkommen. Der Zusammenbruch hat ein Gasleck in den Zugangstunnel verursacht und meine Atemmaske ist im Transporter. Er hat gar keinen Kopf mehr. So, ich habe die Orientierung verloren. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht sollte ich mal die Map benutzen. Scheinbar muss ich nur geradeaus. Okay. Ging es hier auch noch weiter? Von da kam ich doch, oder nicht? Ich finde hier nie wieder raus. Hier ist auch nichts. Aber hier war ich an dem Computer. Dann bin ich die Leiter aufgegangen. Und da oben ging es nicht weiter. Da war auch noch ein Raum, ne? Geh nochmal gucken. Kann nochmal auf die Karte gucken. Ne, da geht's nicht weiter. Ich muss irgendwie hier lang. Hab ich das hier nicht gesehen? Oder ist das hier dicht? Weil hier ist ja auch nicht richtig der Raum dazu, ne? Ich raff's nicht! Ich raff's nicht! Hallo Tino, schön, dass du reinschaust. Ich mach allerdings gleich schon los. Bin schon ein bisschen dran. Ich finde den Weg gerade eh nicht.
So, von da unten bin ich hochgekommen. Dann macht es auch Sinn, dass ich in Deckung gehe. Dass ich hier lang gehe, oder? Aber da geht's nicht weiter. Ich raff's nicht. Doch hier runter? Nein. Ich will da rein. Ich will nicht die Maus töten. Ich will da rein. Weiß jemand, wie ich hier wieder zurückkomme? Ist irgendwo ein da ist wahrscheinlich irgendwo ein Schacht in der Wand gewesen, den ich übersehen habe, oder? Lecker Schwefelwasserstoff. Ich finde den Weg zurück nicht mehr. Ich gucke jetzt noch, ob hier irgendwo Wände sind, wo man reinkriechen könnte. Der war ja voll. Geht's definitiv auch nicht mehr weiter. Kann mir jemand den Weg sagen? Kann ich mich hier raus? Nee. Da geht's nur runter. Muss ich doch runter? Bin ich vielleicht die falsche Leiter hochgegangen? Ihr wisst das scheinbar auch nicht. Speichert. Geh mal hier lang. Ich muss ja wieder hier hin, ne? Hey, ging's nicht hier unten lang? Bin ich vielleicht jetzt an der richtigen Stelle? Ich will doch nur hier raus. Ja, ich bin an der richtigen Stelle. Ja. So, wir gehen jetzt noch hier raus und dann speichern wir. Je nachdem, wie schnell ich das hinkriege hier mit dem Ausgang finden, ne?
Oh, Stowa ist wieder weg. Warte mal, lag hier noch was? Oh ne, das ist eine Tür. Sorry, sorry, wollte ich nicht. War ich schon. Da verschwenden wir keinen Schockbolzen. Wie geht's dir denn, Tino? Alles klar bei dir? So, wir sind gleich draußen. Was haben wir denn da jetzt nochmal geholt? Ich bin so vergesslich. So, hier geht's raus. Dann speichern wir gleich nochmal im Besucherzentrum. Ne, wir sind nicht im Besucherzentrum. Wir sind. Ich weiß nicht genau, wie der Punkt heißt. Etwas müde von der Arbeit, ja. Gerade der Motor ist immer schlimm, ne? So, wir sind wieder da. Yay, speichern. Ach, jetzt müssen wir dann nächstes Mal zum O'Neill zurück, muss ich mir merken. Überschreiben. Geschafft. So, zum Desktop. Und dann gehen wir jetzt raus. Sind ja noch einige Kapitel, die wir vor uns haben. Wenn ich das Spiel dann schaffe komplett, da bin ich ja auch mal gespannt, weil es ja jetzt schon für mich ultra schwer ist. So. Ich guck mal kurz nach Musik. Ich bin ja ganz schön dunkel hier, ne? Ah, es geht noch. Ich muss mich noch ein bisschen übereinsetzen. Ja, Frau Hansen, ich verstehe die Problematik. Hansen. Ich frage Sie, ist bei Ihnen schon mal ein Schnüffelstück gesetzt worden? Ein was? Ein Schnüffelstück. Ja, freut mich, dass ihr reingeschnaut habt. reingeschaut habt. Wann es genau weitergeht, weiß ich nicht. Also ich bin jetzt auf jeden Fall... Schaffe ich es die Woche noch? Gewitter? Wo? In Neues? Also falls ich es die Woche noch schaffen sollte, wenn Freitag oder Samstag vom Insider. Ansonsten schaffe ich es die Woche auf jeden Fall nicht mehr. Und dann muss ich mal gucken, dass ich nächste Woche noch einen Ersatztag habe. Ich bin auf jeden Fall von Montag bis Mittwoch, dann geht's da nicht. Vielleicht mal einen Donnerstag von Nessie. Oder dann vielleicht auch erst am Wochenende. Ich weiß nicht. Ich mache es spontan. Auf jeden Fall danach den Montag dann wieder. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Genau, bis morgen zum Insider.